Stressmanagement. Was klingt wie eine Führungsposition in Unternehmen, bietet in Wahrheit Angestellten eine Möglichkeit, ihr Stresslevel selbst in die Hand zu nehmen, zu kontrollieren und den individuell richtigen Weg zur Entspannung zu finden. In der Targobank-Akademie in Rade vorm Wald finden deshalb regelmäßig Stressmanagement-Kurse statt. Dabei lernen die Teilnehmer auch, wo die Ursache für Stress liegen kann. Der kommt nämlich nicht unbedingt durch einen anstrengenden Arbeitsalltag. Unsere Gesellschaft hat sich ja wahnsinnig verändert. Durch die ganze Technisierung, durch die Datenmengen, die auf uns einprasseln, haben wir heute nicht mehr die natürlichen Ruhepausen, die Phasen der Entspannung. Also vor 200 Jahren ging abends um 18 Uhr nicht automatisch das elektrische Licht an. Das hatten wir nicht. Um 18 Uhr, wenn es dunkel wurde, was haben wir gemacht? Wir sind ins Bett gegangen und haben schlafen gegangen. Das war normal. Wir hatten Entspannung. Und wir mussten diese Pausen machen. Es gab keine andere Möglichkeit. Heute, wir haben Licht. Wir haben Computer, wir haben Fernseher, es gibt Theater, wir können einkaufen rund um die Uhr. Das hört sich erstmal nett an, sorgt aber dafür, dass wir keine normalen Entspannungsphasen mehr haben. Fehlende Entspannungsphasen, das ist also das Stichwort, wie Diplompsychologe Berthold Iserloh auch den Teilnehmern erklärt. Um zu ermitteln, wie hoch der eigene Stresslevel ist und wo die Ursachen liegen, gibt es unter anderem zwei Möglichkeiten, die den Seminarteilnehmern an die Hand gegeben werden. Zum einen ist es ein Online-Stresstest, zum anderen eine kurze EKG-Messung, die aufzeigt, wie das Herz in Ruhephasen schlägt. Die EKG ist auch vollkommen in Ordnung, das sieht man dann. Diesem Bereich hier, EKG. Um dann gegen zu viel Stress vorzugehen, also um Entspannung zu fördern, muss bestimmten Lebensbereichen besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Das ist zum einen die soziale Komponente. Im Seminar wird deshalb die Frage gestellt, wie oft man sich mit Freunden trifft, ob es die richtigen Freunde sind, die einen auch glücklich machen und ob man den sozialen Bereich nicht weiter ausbauen kann. Das zweite sind die Gefühle. Positive Empfindungen sollen verstärkt werden. Spaß im Alltag spielt dabei eine große Rolle. Und Nummer drei in der Reihe der Stressbekämpfer? Das, was am besten gegen Stress wirkt, ist tatsächlich körperliche Aktivität. Platt gesagt kann man sagen, wenn ein Mensch dahin kommt, dass er jeden Tag eine halbe Stunde Sport macht, und damit meine ich jetzt nicht einen Hochleistungssport, sondern so ein 130er Puls, Herz-Kreislauf-Training und eine halbe Stunde Entspannung für sich hat. Mit der halben Stunde Entspannung meine ich wirklich etwas mitten im Tag, nicht jetzt die halbe Stunde vorm Einschlafen. Und ich garantiere Ihnen, Sie werden 120, werden glücklich, kriegen keinen Alzheimer. Und wenn Sie doch nicht 120 werden, können Sie bei mir vorbeikommen und sich beschweren. Den eigenen Körper kennenlernen, seinen Stresslevel und Quellen von zu viel Stress ausloten, hinterfragen und mit ein paar Tipps und Tricks glücklicher werden. Zwei Tage lang haben die Mitarbeiter das gelernt und können so nun in eine stressfreiere Zukunft blicken.